Ah. Okay, ein Knopfrätsel. Ich hab da einen Knopf. Ich hab da zwei Knöpfe und ich hab da einen Knopf. Und wenn ich ein richtiges Auge dafür habe, und nein, ich erinnere mich nicht mehr an das Rätsel, auch wenn ich schon mal privat bis zur zweiten Ebene gespielt habe. Guckt euch mal die Treppen an. Hier ist eine ganz kleine Stufe, hier ist eine etwas höhere Stufe und da ist eine ganz hohe Stufe. Ich würde mal sagen, wir müssen beim niedrigsten anfangen, also bei dem hier. Und müssen uns hocharbeiten, hä? Bingo! Dann sacken wir mal hier das ganze Essen ein. Jetzt brauchen wir es halt wirklich noch nicht, aber später ist es gar nicht mehr so schlecht, so viel Essen zu haben. Vor allem, wenn wir auf einen... ziemlich starken Bossgegner oder so stoßen sollten. Wir können sogar wirklich sagen, dass wir schon recht viel Essen haben. Aber dass wir hier das Essen nehmen und hier das Trinken uns den beiden geben, weil die es am ehesten brauchen. Also sie Mana-Regeneration eher Essens... Lebenspunkte-Regeneration. Kann während des Kampfes nicht verwendet werden. Also können wir das gleich vergessen. Aber nee, wir lassen es drin. Aber ganz ehrlich, wenn wir es mal kurz nach einem Kampf brauchen sollten... dann haben wir es auf jeden Fall. So, hier das Essen einsacken. Das Trinken einsacken. Und die beiden Waffen hier auf jeden Fall mal einsacken. Cool, was haben wir hier? Steinhammer der Hyäne und das ist eine... Keule. Die für dich nicht schlecht ist, weil Willenskraft und Ausdauer statt billigen Wächterschwert immer noch. Ja. Bist du eigentlich auch? Nee, du bist zweihändig. Okay. Ja, irgendwann werde ich ausmisten müssen. Jedenfalls das Zeug hier. Auch wenn gerade die Zauberstäbe nicht sonderlich schwer sind. So, jetzt haben wir 10 Flaschen Wein auch. Das heißt, ich kann mir mit der Mana-Regeneration... muss ich nicht mehr ganz so aufpassen. So, dann gucken wir mal. Da habe ich aufgemacht. Von da unten aus sind wir gekommen. Ja, weil hier ist der Eingang, also der Weg hoch. Wir könnten da weitergehen zu den Skeletten.
da kam ich her, okay. Oh ja, das ist auch lustig, dass es hier... Wege hoch und runter gibt. Halt, du. Dann machen wir es andersrum, so rum. Weil du bist alleine. Hi. Ja, kommt her. Ihr Gesindel. Wenn auch wirkt die Heilung. Also brauche ich da jetzt gerade gar nicht viel machen. Sondern einfach nur auf die HP achten. Die ja zum Glück recht hoch sind mittlerweile. So, es ist ausgelaufen, also buff ich wieder nach. Da der Buff auch bald ausläuft. Oh, wattierte Robe des Fuchses. Ist auch wieder Stoff, macht Willenskraft und Hast. So, das kann ich mal kurz die Zeit nutzen, um zu gucken, wie mich das gebe. Dir, weil deine Robe macht gar nichts. Ja, und Willenskraft, Mana, Mana-Regeneration, Magieresistenz und Blocken. Ah, nee. Sorry, dass ich dir die mal kurz klauen muss. Mana-Regeneration ist für sie nämlich wichtiger. Für dich ist das hier wichtiger. Bei Aufmerksamkeit erhöht die Zauberkraft. Dadurch werden deine Zauber mächtiger. Ja, aber dadurch würden auch ihre Heilzauber etwas schwächer. Damit kann ich allerdings doch noch recht gut leben. Gut, wir sind wieder beim Eingangsbereich. Wow. Kommt ruhig her. Okay, da kommen wir zu euch. So. Fehlst nur noch du? Okay, hier geht's hoch. Hier sind Heilsachen. Heiltrank und Mana-Trank, besser gesagt. Wie viele Heiltränke haben wir bis jetzt? 6. Die sind aber zum Glück nicht ganz so schwer. Ja, ja, ihr könnt mich mal. Da wird es wohl weitergehen. Okay. Ne, machen wir das doch so rum.
flächendeckender Zauber für ihn wäre nicht schlecht, mal. Und was haben wir hier? Handschuhe. Aufmerksamkeit und Rüstung. Das ist dann was für dich mit der Aufmerksamkeit. Dadurch heilst du wieder besser. Ja. Oh, da sind zwei von denen. Ja, jetzt sind da zwei von denen. Da es aber zwei sind, sollte ich lieber die Fähigkeiten nutzen, anstatt den Flächenschaden. So, den Feuerball unterbrechen wir. So, die Heilung ist okay. Okay. Wieder hochtickt. Und er ist weg. Und ja, ich habe das Gefühl, wir müssen unter all diesen Dingern hier die... Oh, ich bin wieder hier. Okay. Hm. Oh, es ist nur einer. Übler Beobachter. Oh, das ist ein Boss. Okay. Ihn erstmal unterbrechen. Also eine Art Mini-Boss ist das. Der könnte also gefährlich werden, ne? Würde auch etwas. Macht nämlich Damage. Okay, und er hat eine sehr hohe Mana-Regeneration. Boah, das wird knapp werden. Oh ja, sehr schön verfehlt. Und wir haben ein Amulett und einen Schlüssel. Ja, wieder ein Eisenschlüssel, aber für die Etage hatten wir noch keinen Eisenschlüssel. So, was machst du? Stärke und Ausdauer. Das klingt nach dir. Ah, wenn ich es werfen will, drüber, wenn ich es ablegen will, drunter. Gut zu wissen. Und wir haben ein Level-Up für unseren Magier. So, er kriegt dann den Feuerball. Mhm, also flächendeckend. Was können wir ihm beibringen? Reduziert die Zeit, die zum Zaubern von Frostbolzen, Feuerball oder KS Bersten benötigt wird, um eine Sekunde. Zeit 3,6 Sekunden, 2,3, 2,7, 6. Ja, das sind... Es dauert halt immer ein bisschen und hat auch Cooldown, bis es gewirkt wird.
Die kritischen Treffer vom Feuerball verbrennt das Ziel für 20 Sekunden des Initialschadens über 4,5 Sekunden. Erhöht den Schaden von Höllenfeuer um 5%. Ja, Höllenfeuer haben wir hier nicht, oder? Ne, wir haben Versengen. Was ist Höllenfeuer? Ach, Höllenfeuer wäre hier drüben beim Hexer. Hm. Und das letzte senkt die Mana-Kosten von Versengen um 5% und erhöht den Schaden mit der Zeit um 10%. Ne, nehmen wir erstmal die Zaubergeschwindigkeit. Und wir haben einen Feuerball. Sehr schön. Ja, aber wenn wir jetzt so gucken, er hat jetzt gerade erst Level erreicht und er ist schon zur Hälfte im nächsten Level. Ja. Man merkt halt, er steckt... Dadurch, dass er viel einstecken muss, kriegt er wahrscheinlich viele Erfahrungspunkte. Okay, da oben war ich jetzt drin. Hier bin ich wieder bei dem Rätselraum. Okay. Es sind so viele Türen hier zum Aufmachen. Und hier war ich auch noch nicht. Okay, sie kommen nicht runter. Oh. So. Oh, sie bilden eine Vierergruppe, wenn sie können. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, du machst lieber... Nochmal den da. Wow, das tut jetzt aber arg weh. Gib noch meine Heilung hinterher. Ah gut, jetzt sind es nur noch zwei. Das heißt, es sollte nicht mehr ganz so viel Schaden durchkommen. Und da war es nur noch einer. Und wir haben noch eine bessere Rüstung gefunden. Yay. Auch für unseren Tank, der ja ziemlich viel einstecken muss. Gut. Ich würde mal aber sagen... Wow, Bogenschützen. Okay, die schalten wir noch aus. Vor allem, es sind nur zwei. Ah, Handschuhe, Stärke, Ausdauer, Rüstung. Auch wieder was für unseren Tank. Okay, wieder noch ein Vierertrupp. Den können wir auch ganz leicht auseinandernehmen. Ah ja, jetzt hat mein Tank wirklich Lebenspunkte.
Und der letzte ist tot. Ha, was macht das hier auf uns zu? Ah, die Falltür bei uns. Gut, noch eine Nische. Dann würde ich sagen, wir sacken hier noch die beiden Heiltränke ein. Und dann speichere ich hier mal. Das ist jetzt LP 002. Und dann sehen wir uns gleich wieder.